Sparta Championship Fighting. So, die nächsten Kämpfer machen sich bereit. Das ist ein Highlight. Wir haben nämlich Miljan Radzic. Und jetzt möchte ich ein bisschen Applaus hören, vielleicht aus dieser Ecke. Denn wir haben Rafael Tupi. So, ich hoffe, das geht jetzt ganz ratzfatz, dass wir diesen Kampf gleich announcen können. Kommt, Jungs! So, the fighters are ready und ich bitte in die blaue Ecke. Miljan Radzic! Ich bin noch nicht. Mama, Mama, Kriminal. Судьба наносит на гранит имена. Ведь каждого в финале ждет черный пенал, да? Ставка слишком высока. Und in die rote Ecke. Ich bitte hinein, Rafael Tupi. In der blauen Ecke, 27 Jahre jung, 1,75 Meter groß, bei 70 Kilogramm. Vom Team Serbien, aus Serbien, Miljan Radzic. Wo bitte sind die Fans von Austria Wien? Hier in der roten Ecke. Vom Team Hero MMA Österreich, 31 Jahre jung, 1,75 Meter groß, bei 70 Kilogramm, Rafael Tupi. Our referee in charge, Martin Klonowski. Beide Kämpfer bitte in die Ringmitte. Okay, gentlemen, you know the rules. Protect yourself all the time. Listen to my commands. When I say stop, you stop. Touch your gloves if you want. Go back to your corner. Good luck. So, mit einem schnellen Takedown holt sich Rafael Tupi in schwarzen Hosen den entsprechenden Bodenvorteil. Hat hier fast die Full Mount Position, kann das Ding schnell beenden, indem er Ground and Pound macht. Und sein Gegner Miljan muss sich intelligent verteidigen, ansonsten gibt es hier das Ende. Das ist das Ende. Der schnellste Kampf des heutigen Abends muss abgebrochen werden. TKO. Nach nur wenigen Sekunden. Ihr könnt mich für verrückt halten. Was für ein Auftritt. Da komme ich gar nicht dazu, als Kommentator meine Arbeit auszuführen. Ich komme gleich zurück und melde mich nach der offiziellen Urteilsverkündung. When I chat and chit, I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze and sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and it is, I make sure it's X that you run around it with. I'll make a big man turn to the kid, shout out Skull and I'll splat out wigs. Alright gentlemen, bitte zur offiziellen Urteilsverkündung. Das war der schnellste TKO des heutigen Abends. Und wir haben einen Sieger in der roten Ecke, Rafael Tupi. Macht jetzt das offizielle Gewinner-Sieger-Foto und dann reden wir kurz oder machen gleich. Komm, alles mal das Foto. Rafael, was geht dir dabei durch Mark und Bein, wenn du das hörst? Vielen Dank, was hast du gesagt? Was geht da emotional in dir ab, wenn du diese Fangesänge hörst? Ja, ich bin dankbar dafür, dass die alle da sind und mich unterstützen. Das hat nicht jeder. Das war der schnellste Fight des heutigen Abends.
war es die Einstellung? Warst du gesagt, es ist mir egal, ich mache kurzen Prozess? Deine Gedanken bitte. Also vorerst mal danke an meinen Gegner, der 4 Tage kurzfristig eingesprungen ist. Ich kann mich nicht so drüber freuen. Ich bin halt stolz, dass er gekommen ist und ich trotzdem kämpfen konnte, weil ich habe mich noch nie besser vorbereitet. Ich war bereit für den Kampf, nur mein Gegner ist leider krank und hat abgesagt und er ist eingesprungen. Deswegen kann ich mich auch nicht so freuen, weil das war nicht der Sieg, den ich wollte. Wir sprechen gleich und ich bitte den Gegner, der ausgefallen ist, aus gesundheitlichen Gründen, aus der anderen Ecke, Patrick Rainer, bitte komm noch mal zu uns ins Oktagon. Patrick, ich hoffe, die Arme sind nicht zu schwer vom Freibier ausschenken. Komm bitte mal runter. Okay, ich glaube, er ist... Natürlich, bevor wir gleich vielleicht ein Announcement machen... Grüße ruhig und bedanke dich bei deiner Familie etc. und Sponsoren für diesen Kampf. Zuerst mal ein großes Danke an mein Trainerteam, die mich die letzten 3 Monate unterstützt haben. Und natürlich mein Hauptsponsor AHR, also meine Anwältin. Vielen großen Dank für die Unterstützung, ohne der das gar nicht möglich wäre. Und natürlich auch allen anderen und auch dem Neverest. Der hat mir sehr geholfen in Kondition und Kraft und ich bin wirklich dankbar für die Unterstützung. Was ich heute gerne noch gehabt hätte, dass Patrick Rainer und Raphael eigentlich dieses offene Zwistigkeit nicht beilegen, das wollen wir gar nicht. Ich denke mal, wir wollen einen Kampf sehen zwischen den beiden. Und eventuell ist dies bei Sparta 5 möglich. Ich gucke kurz. Also, die Organisatoren wären bereit. Raphael, wärst du bereit? Ich habe gesagt, ich bin jederzeit bereit, egal wann und wo. Ich habe auch das mit dem Gewicht zugestimmt. Er ist krank, kann passieren. Trotzdem muss ich sagen, sein Video fand ich respektlos, weil wenn man nicht kämpft, dann soll man ruhig sein. Wenn er krank ist, soll er nicht kommen, okay? Aber dann ruhig sein. Damit ist die Herausforderung ausgesprochen und wir warten dann auf die Antwort von Patrick Rainer. Aber ich denke mal, das wird ein Festival. Okay, diese geladene Stimmung werden wir ganz kurz etwas versuchen nach unten zu drücken, denn wir machen noch eine letzte Pause, bevor die letzten 2 Main Event und Co-Main Event ausgetragen werden. Die letzte Chance, sich noch was zum Essen, zum Trinken zu holen. Wir kommen gleich wieder zurück. Das ist Sparta Championship Fighting.